Ja, also ich glaube einfach, dass es mittlerweile ein Thema ist, wo es absolut keine Gewinner mehr geben kann bei dieser Geschichte. Wir befinden uns in einem Stadium, wo ein tägliches Hickhack eigentlich ist, ein Hin und Her, und man weiß eigentlich nicht, was als nächstes passiert. Jetzt ist ihm das Visum wieder entzogen worden. Ich gehe mal davon aus, dass er in Berufung geht und somit vielleicht sogar bei den Australian Open antreten darf. Ja, wie schon gesagt, es gewinnt hier leider niemand und am meisten verliert der Tennissport. Herr Meltzer, es ist natürlich gerade im Sport sehr wichtig, dass es klare Regeln gibt und klare Richtlinien. Deswegen fragen sich natürlich viele Zuschauerinnen und Zuschauer und Sportbegeisterte, warum man hier schon nicht viel früher eingeschritten hat. Zum Teil hat man gesagt, ja, er darf teilnehmen, dann wieder doch nicht. Dann hat er begonnen zu trainieren. Also sehr undurchsichtig das Ganze. Man versteht natürlich auch nicht sein unsportliches Verhalten. Es gibt natürlich eine Vielzahl an Sportlerinnen und Sportler, die sich zum einen auch nicht impfen lassen, beziehungsweise sich nicht getestet haben, aber die sehr eindeutig zu ihrer Situation stehen. Deswegen eigentlich aus sportlicher Sicht nicht nachzuvollziehen, das Verhalten von Novak Djokovic. Ja, ich glaube einfach, dass der Fehler da passiert ist, dass es eben zwischen dem Staat Victoria und dem Land Australien abgesprochen. Und das, glaube ich, da ist das Problem, weil mit der Ausnahmegenehmigung, die er hatte, einmal wenn er sie hat, Entschuldigung, einmal wenn er sie hat, dann sollte er auch einreisen dürfen. Und dann wurde sie ihm wieder entzogen. Also es waren einfach keine klaren Richtlinien von Anfang an da, unter welchen Bedingungen zählt diese Ausnahmegenehmigung. Und da ist einfach das Problem, weil es niemand versteht. Entweder, ja, man muss geimpft sein, dass man spielen darf, dann ist das ganz klar. Und auch der Zeitpunkt, das habe ich auch schon immer wieder gesagt, so nah zum Turnier hin, dann immer noch nicht zu wissen, darf ich spielen, darf ich nicht spielen. Das ist halt auch sehr schwierig, dass man das irgendwie auch eben als Zuschauer, Fan oder so eben nachvollziehen kann. Jetzt ist mir natürlich bewusst, dass Sie die Sache eher neutral sehen, das heißt weder Pro noch Contra, aber allerdings müssen wir schon fairerweise festhalten, dass ja hier nicht die Rede von irgendeinem Nachwuchsspieler ist, sondern schon von einem Top-Profi, der sicherlich einige Beraterinnen und Berater an seiner Stelle hat. Hier ist er auf jeden Fall definitiv falsch beraten worden. Ja, also ich glaube jetzt nicht, dass er sein Image, das er ja gern immer wieder aufbessern würde, dass er mit der Aktion das geschafft hat. Also ganz klar geht das nach hinten los. Und ich glaube, könnte er es nochmal machen, hoffe ich, dass er es anders machen würde. Das muss man schon sagen. Also er hat hier dem Tennis keinen Gefallen getan. Seine Vorbildwirkung ist einfach hier nicht gut. Und das muss man auch schon ganz klar sagen, was dazu kommt, dass er zugegeben hat, dass er Interviews mit einem positiven PCR-Test gemacht hat. Das sind alles Dinge, ja, kann man einfach nicht verstehen. Ja, trotz allem aber nach seinem Impfstatus bzw. seinen Testergebnissen auch nicht nachzuvollziehen, warum er dann trotzdem noch nach Spanien einreist, dort trainiert, dann auch noch ein Nachwuchsturnier besucht und auch andere Veranstaltungen. Also das Verhalten von Novak Djokovic ist eigentlich nicht nachzuvollziehen. Absolut. Die Timeline, die sich hier bietet, der abgegebene positive Test und dann die Aktionen, die er halt nachher noch gestartet hat, es kann schon sein, wenn wir wissen alle, wie lange es dauert, bis man vielleicht so einen Test zurückbekommt. Der nächste Tag ist vielleicht noch entschuldbar. Der übernächste Tag, wo er das Interview gegeben hat, wissentlich, dass er positiv ist und er auch gesagt hat, ja, ich habe Abstand gehalten und eine Maske getragen. Das ist natürlich alles andere als akzeptabel. Also da muss man schon sagen, da hat er sich definitiv nicht richtig verhalten. Aber glauben Sie nicht, dass es vielleicht dann doch auch sportlich gewesen wäre, wenn er sich hingestellt hätte, nachdem er eben den kleinen oder beziehungsweise großen oder kleinen Fehler mit großen Auswirkungen gemacht hat, nämlich dass er das falsche Kreuzchen bei der Einreise gesetzt hat, sich bei der Pressekonferenz einfach hinzustellen und sagen, ja, ich habe einen Fehler begangen, aber ich entschuldige mich hier bei allen. Und anstattdessen hat er, so wie seine Familie, die Pressekonferenzen einfach dann abgebrochen und ist den Fragen ausgewichen. Ja, das Krisenmanagement, glaube ich, wäre natürlich ausbaufähig gewesen. Der angekreuzte Fehler, der da passiert ist, dass er sich eben vorher eben auch
eher in anderen Ländern aufgehalten hat. Kann schon menschliches Versagen gewesen sein von einem seiner Agenten, er wird das alles nicht selber machen. Also das kann schon passieren natürlich, dass da ein Fehler einfach unterläuft. Den hat er ja dann irgendwann noch zugegeben. Wahrscheinlich war es aber da schon zu spät. Generell ist jetzt die Schadensbegrenzung, die er noch betreiben kann, ist sehr gering. Den Stempel hat er jetzt aufgedrückt bekommen. Die Frage ist jetzt für ihn halt, okay, zieh das durch bis zum Letzten, was er jetzt auch macht offensichtlich, dass er eben da auch nochmal in Berufung geht. Ich glaube aber auch, dass es jetzt mittlerweile schon wurscht ist, ob er dort bleibt und spielt oder ob er oder abreist. Der Schaden ist schon entstanden. Herr Melzer, wir haben eigentlich nicht mehr viel Zeit, aber eine ganz kleine Frage würde ich Ihnen doch gerne zum Abschluss Ihnen als Präsidenten des Österreichischen Tennisverbandes stellen. Jetzt hat er natürlich in gewisser Art und Weise eine Vorbildwirkung und ich weiß natürlich, dass bei einigen Sportarten es mit dem Nachwuchs nicht so gut aussieht, es auch beim Tennis natürlich, wo es in den letzten Jahren man natürlich versucht hat, hier wieder Maßnahmen zu setzen und Aktionen, aber in allen Sportarten, auch bedingt durch die Pandemie natürlich, ist es gerade sehr schwierig. Wie sehen Sie das mit der Vorbildwirkung von Novak Djokovic? Ja, generell haben die Sportler so einen hohen Stellenwert oder die so einen hohen Stellenwert haben, eine Vorbildwirkung. Und man sieht es ja auch, Rafael Nadal kann es ganz anders machen. Der stellt sich hin, vertraut auf die Meinung der Mediziner und lässt sich impfen und versucht das auch irgendwie eben nach außen zu transportieren. Wir reden in einem oder wir leben noch in einer Welt, wo man das natürlich nicht machen muss. Es ist jedem selbst überlassen, ob man sich impfen lässt oder nicht. Aber eben so jemand wie Djokovic hat Einfluss auf sehr, sehr viele Kinder, auf sehr, sehr viele Menschen. Und er hat den anderen Weg gewählt. Er bekommt jetzt gerade, glaube ich, auch die Rechnung dafür präsentiert. Und man sieht halt einfach eben dann auch, warum vielleicht ein Rafa in der Öffentlichkeit einfach anders auch dasteht. Und das ist ihm jedem noch selber überlassen, aber ich glaube einfach, dass er hier definitiv die falsche Entscheidung getroffen hat.